Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich verwende sogar selber. Sie haben keine Farbverschiebung, die Haare trocknen nicht aus. Und Sie müssen es nicht auswaschen. Ich lasse Ihnen eine Probe. Ja? Herr Vogelsang? Einen Moment bitte. Und dazu braucht es natürlich das Reshade Developer Konzentrat. Damit kriegen sogar die Schuppen weg. Und alles ohne Silikon. Entschuldigung, es ist wirklich dringend. Sind Sie denn nicht, ich bin beschäftigt? Herr Vogelsang, wir müssten Sie kurz sprechen. Draußen. Bitte lassen Sie mich da arbeiten. Sie sehen doch. Bitte. Nur einen Augenblick. Die Proben können Sie haben. Tut mir leid. Ja. Bitte schauen. Jetzt bin ich aber neugierig, was so wichtig ist. Kommen Sie bitte mit zum Wagen. Vielleicht steigen wir eines Tropfen da drin. Also, ihr habt den ganzen Tag Zeit, ja? Wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Ihr Sohn ist leider verstorben. Herzstillstand. Es tut mir leid. Herr Vogelsang, Ihr Sohn ist tot. Glaubt, ich bin deppert oder was? Also auf den Fall jetzt nicht rein. Ja, die Burschen aus dem Büro, die machen einen Schmäh. Das haben sie letzte Woche auch gemacht. Ihr Sohn ist gestorben. Der Arzt hat das Ableben konstatiert. Bitte steigen Sie ein, wir bringen Sie jetzt nach Hause. Aber nein, ich steig sicherlich nicht ein, ja? Herzstillstand? Ich mein, der ist wie ein Spitzensportler. Und wenn Sie nichts dagegen haben, da geht's doch rein, um mein Geld zu verdienen. Herr Vogelsang, beruhigen Sie sich. Ihr Sohn ist tot. Viermal die Woche rennt er 20 Kilometer. Der hat eine Pumpe wie ein Pferd. Schauen Sie um. Um mich müssen Sie sich Sorgen machen, das ist richtig, ja? Aber er doch nicht, Sie spinnen wohl. Schau, ich verkaufe Haarpflegeprodukte, ja? Alles auf Naturbasis. Ich bin mir sicher, dass ihr so unstolz auf Sie war. Aber reden Sie doch nicht so einen Scheiß! Der muss nicht als Vertreter herumfahren und so einen Schmarrn verkaufen. Der hat studiert. Das ist ein lustiger Bursche wie ein Freund.